Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Was? Assassin's Creed 4? Aber wir sind doch, wieso der Neuzeit und ich war bei Piraten unterwegs. Ja, wir sind tatsächlich noch einmal bei Abstergo Entertainment. Bereit, er erwartet uns. Ich bin bereit und wir treffen natürlich wieder unsere Kollegen und fahren nach oben zu unserem Chef, wie es mir scheint. Zum CCO. Na dann geht's los. Etage 15. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackbird war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Captain euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei! Unter allen Glücksrittern, die hier im Karibischen Meer kreuzen, zählt er ganz klar zu den gerissensten. Einst dünkte ich mich selbst als die gefährlichste Plage dieser Gewässer. Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich sah, wie er auf Deck einer spanischen Galeone Klarschiff machte, als wäre es nichts. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und gewitzt ist er. Findet seinen Weg über jede Klippe und jeden Winkel dieser Insel. Also, seid ihr auf Beute und Abenteuer aus? Ist Captain Edward Kenway euer Mann? Doch, Finger weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage. Den Trailer kennen wir übrigens. Das ist nämlich tatsächlich ein Trailer geworden. Dann schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. Der mich lässt es auch erstaunen, denn ich kenne den Trailer schon. Kennt ihr ihn auch schon, den Trailer? Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Ich soll nicht das mit? Tut mir leid, ich rufe Sie dann an. Okay, was machen wir so lange? Dauert nicht lange. Okay. Hallo. Zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Ist gleich rechts neben Oliviers Büro. Wenn die am Empfang Ärger macht, tu so, als müsstest du auf die Toilette. Okay, dann gehen wir mal auf die Toilette, in Anführungszeichen. Ich habe so das Gefühl, dass wir in so einer kleinen Verschwörung innen drin sind, weil, ich glaube, der... Freigabestufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Weil ich glaube, dass er, der Sicherheitsmann nicht so wirklich für Abstergo arbeitet. Ach, wir können sogar mal hier rauslaufen. Hallo. Oh, ich kann hier gar nicht lang laufen. Okay, ich dachte gerade, ich muss jetzt hier die Schippe in der Ego-Sicht klettern. Aber schön hier ist es. Und da wird ein neues Gebäude gebaut, wie es scheint. Da hinten ist eine Kathedrale oder Kirche, besser gesagt, zwei Stück, nicht weit weg voneinander entfernt. Und man merkt schon, dass es müsste. Ja, es sieht auf jeden Fall. Sie ist an den Straßen, sie sind auf jeden Fall sehr quadratisch angelegt. Und sehr gerade angelegt. Erinnert dann so ein bisschen an die römischen Straßen und so weiter. Und in den Dörfern gab man eher so runde Straßen, aber damals in den Städten, die waren tatsächlich alle.
eher gerade aufgebaut, die Straßen. Ich aktualisiere den Kommunikator. Funktioniert. Okay, da gehen wir mal an die Karte dran. Hallo? Ist wieder hacken? Maßnahme sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Okay. Was muss ich machen? Was? Eins. Navigiere zwischen den Zahlen, indem du L nach links oder rechts bewegst. Bewege R nach links oder rechts, um die Werte zu verändern. Ziel dieses Hacks ist es, Primzahlen zu finden, die, wenn sie miteinander multipliziert werden, die Lösungszahl des Rätsels. Oh Gott. Die letzte ist die letzte Ziffer gerade, also durch 2 teilbar oder 0, muss mindestens einer der Multiplikatoren 2 sein. Ist die Summe aller Ziffern durch 3 teilbar, muss mindestens ein Multiplikator 3 sein. Ist die letzte deine Ziffer 5 oder 0, muss einer der Multiplikationen 5 sein. Ach du Scheiße. Und jetzt? Rechts? Rauf? 1? Zielzahl 70. Wege rechts nach links oder rechts, um die Werte zu ändern. Dann ändert sich die Kurve, schaut mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da haben wir es doch. Okay. Gehen wir ein bisschen Trial and Error raus, muss ich wirklich rechnen. Zugriff auf die Kamerasteuerung. Okay. Test des Mikrofons, scheint alles in Ordnung zu sein. Zugriff auf Live-Feed, scheint auch alles in Ordnung zu sein. Und dann geht's mal los. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Es war kein Er, es war eine Sie. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Wer ist Letitia? Assassinen, Templer. Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker. Du gehörst mir. Was ich damit meine ist... natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Okay, jetzt kommen wir wohl anders nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen wirklich da hinten langlaufen. Oh Gott, ich muss jetzt nicht etwa hier rausklettern. Oh Gott. Ich bin nicht Edward Kenway. Nö. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich kann sowas nicht. Hallo? Da kommt ja... Da kommt ein Fahrschuh runter, also so ein Putzgerät. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich.
Abstergo, Templer. Wir wussten es ja schon. Aber jetzt haben auch wir die absolute Gewissheit darüber. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Okay, ich springe. Ich kann nicht springen. Okay, dann. Gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Aber erstmal scanne ich das hier vorne. Half-Richards Nummer 19. In das Grau, die digitale Grenze der Singularität, der Raum, in dem sie sich auffällt, der sowohl als Licht als auch aus der Verkörperung der Dunkelheit besteht. Wir nennen es das Grau. Es sei es, dass wir Instrumente ihres Willens sind, Instrumente des ersten Willens, der ursprünglichen Willens. Wir übermitteln der Welt dieses Credo. Oh. Seltsame Texte. Ja, ich lasse euch mal damit alleine. Da war Blackbeard. Müsst ihr selber rausfinden, was das für euch zu bedeuten hat. Denn manchmal muss man selbst sich die Gedanken machen. So, wir hacken mal wieder. Und es sieht so aus, als hätten wir wieder so eine Kurve, oder? Ne, diesmal war was anderes. Ach, das haben wir wieder. So, zack. Ah, wie können wir noch mehr bewegen? Wow, 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 wow. Und wir haben es geschafft. Zugriff gewährt. Extraktion erfolgreich. Da war gar nicht mehr so schwer. Schutzprotokolle werden umgangen. Ja, natürlich, wenn sie das. Verbindung erfolgreich. Alles ist gut. Aunt Mary LeMay. Kamal Newon, Chloe Lesney, Christopher Darby, Evan Dean von Oliver Guernon. Datum der 6. November 2013, also schon ein paar Tage her. Salut! Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis 17. am Aktionärstreffen in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Canberra-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenderen Funden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung eine der ausfrüttelsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es erfordert einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen oder Geheimen zu säubern. Aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Zur gleichen Zeit wird Abstergo Entertainment bald eine Closed Beta für unsere neuen Consumer Cloud Interface App, ein besserer Name steht noch aus, ankündigen. Edward Kenways virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten und das erste seiner Art überhaupt. Eine packende, interaktive Piratenerfahrung, die aus echten historischen Daten zusammengestellt wurde. Interne Tests der Consumer Cloud App verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zur nächsten Feiertagssaison bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Das führt uns zu einer weiteren Frage. Welche anderen Erfahrungen würden wir gerne anbieten? Welche anderen historischen Epochen und Orte können wir erkunden? Der aktuellen Datenbeschaffungsquote, unserer Produktionskapazität und unserem Verständnis von Konsumtrends nachzuurteilen. Die Führungskräfte von Abstergo Entertainment haben mir das Ziel abgesetzt, eine vollständige virtuelle Erfahrung pro Jahr zu produzieren, zusätzlich zu kleinen Angeboten, soweit unsere Forschung es erlaubt. Dazu zählen Bücher, Aufnahmen, Filme und andere Transmedia-Angebote. Tja, und sie spricht tatsächlich der gute Herr von Assassin's Creed-Reihe. Eine zweite damit verbundene Frage ist, enthält Sample 17 genug überzeugende Daten, um unsere derzeitige Konzentration darauf aufrechtzuerhalten, oder sollten wir bei Abstergo Industries um weitere archivierte Daten bitten? Denken Sie daran, die Daten von Sample 1 haben sich als gehaltvoll genug erwiesen, um unser Produkt Liberation fertigzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Erforschung von Sample 2 bis 16 zu ähnlich überraschenden Ergebnissen führen würden. Ihre Gedanken dazu? Olivier Garnon, Chief Creative Officer Abstergo Entertainment. Das ist jetzt... Achso, hier ist ein bisschen andersrum zu lesen. Ihr wisst ja, normalerweise geht der Verlauf von unten bei der E-Mail. Hier ist er von oben. Ist ja auch okay. Von Melanie Lerney an die oben genannten Personen und Oliver Guernon. Hallo zusammen.
Danke, dass Sie die Diskussion also eröffnet haben, Olivier. Nur eine kurze Zusammenfassung, wo wir im Moment stehen. Ich bin nun seit etwas über einem Jahr Leiterin des Tempel 17 Projekts und mein Team und ich konnten eine große Liste der interessanten Epochen zusammenstellen, die uns in dieser genetischen Probe zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass diese Daten bereits völlig oder teilweise von Abstergo Industries sequenziert wurden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Väterliche Linie, 15. Jahrhundert, italienische Renaissance. Oh, ja, den wissen wir ja. Das war ja unser Freund. Ich habe seinen Namen vergessen. Assassin's Creed 2. So, sagen wir es mal so. Osmanisches Reich. Okay, das könnte natürlich jetzt, oder ist das auch noch in der Linie von Assassin's Creed 2 passiert? Amerikanische Kolonien, Unabhängigkeitstag, Connor Kenway, also Assassin's Creed 3 und 1900 Neuengland und Amerikas Mittlerer Westen. Das heißt, das könnte zum Beispiel ein neuer Teil werden im Wilden Westen vielleicht. Finde ich ganz lustig. Mütterliche Linie, Heiliges Land, Kreuzzüge, Assassin's Creed 1, Ägypten, Nordafrika, könnte auch ein neuer Teil sein. Finde ich auch sehr interessant. Das Ashikaga Shogunat in Japan. Finde ich eigentlich auch sehr interessant. Französische Revolution. Gut, wäre eigentlich auch interessant, aber sowas Ähnliches haben wir ja schon mal gehabt mit Connor Kenway. Deswegen, weiß ich nicht, ob das so interessant wäre. Napoleonische Kriege, Taiwan, wäre da schon eher interessant. Summer of Love, amerikanische Pazifikküste auch. Das wäre zumindest ein sehr interessantes Thema. Gegen den Krieg zu demonstrieren. Ich komme nicht drauf. Mann, manchmal vergesse ich echt den Namen, ne? Ist ja auch egal. Offensichtlich ist das nur eine kurze Auswahl unserer potenziellen Optionen. Die Anzahl von Vorfahren einer jeden Person liegt nach nur 15 Generationen bei über 30.000. Bei Sample 17 könnten uns also noch ein paar Überraschungen erwarten. Allerdings, trotz des reichhaltigen Erbes von Sample 17, sollten wir uns nicht darauf beschränken, wenn wir woanders konkrete Spuren finden. Ein paar Männer aus allen Zweigen meiner Familie haben in beiden Weltkriegen gekämpft und ich hatte einen Urgroßvater, der im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Er hat sogar ein paar Mal Präsident Lincoln getroffen. Dieser Weg zu beschreiten wird etwas zeit- und kostenintensiver, da diese Daten noch nicht sequenziert wurden, aber auf lange Sicht könnte es lohnend sein. Ja, ich sag ja. Wilder Westen fände ich sehr cool. Wir sehen auch hier die Mütze. Wer hat das eine aus dem Westen? Oder ist das nicht hier unser Freund aus dem dritten Teil? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, Westen fände ich auch sehr interessant. Kurz gesagt, wenn irgendjemand über bestätige Verbindungen zu historischen Ereignissen, Epochen oder Städten hat oder jemand kennt, bitte teilen Sie es uns mit. Ich werde außerdem die von der Abstergo gesammelten und sequenzierten Proben des letzten drei Jahrzehnte überprüfen. Vor kurzem erfuhr ich, dass eine der Proben, Sample 2, glaube ich, am Prozess gegen John D. Arc beteiligt war. Die nächste heiße Spur liegt also direkt vor unserer Nase. Melody LeMay, Project Coordinator, Sample 17. Da haben wir sie auch. Rechts die Französische Revolution. Und da haben wir, Quatsch, hier in der Mitte ist John Dark, da haben wir die Französische Revolution. Unten haben wir Weltkrieg. Spanische Reise, natürlich Ägypten, die haben wir alles da. Also alles Möglichkeiten für ein neues Assassin's Creed. Vielleicht arbeiten sie auch überall dran. Oliver schreibt doch mal. Alles gute Punkte, Mel. Nur eine kleine Warnung. Sample 2 stammt vom gestorbenen Dr. Vern Widdick persönlich aus den früheren 80er Jahren, als er noch ein junger Ingenieur bei Abstergo Industries war. Also so verlockend einer Jean d'Arc-Erfahrung auch klingt, ich bin nicht sicher, ob Abstergo Industries ein Interesse daran hat, dass wir in Dr. Widdicks DNA herumstöbern. Das ist ein sehr sensibles Thema. Was mich angeht, ich bin mit Francis Xavier Guillaumin verwandt, dem bekannten Historiker-Poeten aus Quebec. Spannend, oder? Vielleicht eine Idee? Weiß ich noch nicht. Und einen Vorbehalt habe ich noch. Wir sollten es vermeiden, moderne Zeiträume zu erforschen, zum Beispiel des 20. Jahrhunderts. Oh, schade. Außer wir finden etwas wirklich Überzeugendes. Denn so unterhaltsam eine zweite Weltkriegserfahrung auch klingen mag, wäre es vorteilhaft, alle Settings mit Fahrzeugen wie Autos, Bohrrädern, Helikoptern, Panzer und so weiter zu vermeiden. Damit es für die Entwickler von Assassin's Creed einfacher ist. Darum. Warum?
Fragen Sie vielleicht, weil unsere Forschung gezeigt haben, dass die Erinnerungseinprägung aller Individuen durch den semikatatonischen Zustand behindert wird, in dem die meisten Menschen bei der Benutzung von Fahrzeugen oder einer längeren Zeitraum verfallen. Dadurch wird die Datenbeschaffung erschwert. Kurz gesagt, wir wollen, wenn möglich, keine extra Features für den Animus programmieren müssen, nur um die Erinnerung von Menschen erforschen zu können, die Autos gefahren sind. Es gibt andere und effektivere Wege, dieses Gefühl zu erleben. Jetzt einfach nochmal Chloe Nesnail. Olivia, haha, Quebec City ist wunderschön, aber ich bin nicht sicher, ob sich eine Geschichte über einen Historiker ohne Piraten, Ninjas oder Zombies so gut verkaufen würde. Vergessen Sie außerdem nicht, Semper 4 und 16 könnten ebenfalls tabu sein. Als ich letzten Monat meine eigene Nachforschung anstellte, erfuhr ich von einigen aufregenden Persönlichkeiten, die in diesem Proben enthalten sind. Aber als ich danach suchen wollte, wurde mir von einigen Leuten, die in der Hierarchie weit, weit über mir stehen, Einhalt geboten. Sehr merkwürdig, aber wohl kaum überraschend, denke ich. L verfügt über eine Reihe aktiver Militärzulieferverträge und ich schätze, es könnte damit zu tun haben. Ich habe nicht weiter nachgebohrt. Was mich selbst angeht, falls es jemand interessiert, mein Urgroßvater war Hemingway und Stein und Setti und Picasso befreundet. Als der Paris der 1920er lebte. Keine actiongeladen Abenteuer, aber historisch interessant. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Chris, ist unser Treffen zum Mittag hier vor Ort oder außer Haus? Und nochmal Oliver Gernot. Ja, so sehr ich die verlorene Generation auch liebe, ich glaube, unsere erste virtuelle Erfahrung sollte ein wenig mehr actionorientierter sein. Also sind Kriege und Kampfeinsätze immer ein guter Einstieg. Oder genauer gesagt alle Epochen, in denen sich intensive Konflikte zugetragen haben. Was Piraten, Ninjas und Zombie angeht, die ersten beiden könnten wir vielleicht unterbringen, aber Zombies sind ein wenig, wie sagt man, unhistorisch. Schade eigentlich. Und Christopher Darby schreibt auch nochmal. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hat während des irischen Unabhängigkeitskriegs viele Jahre mit Eamon de Valera und Michael Collins zusammengearbeitet. Es sollte also nicht schwer sein, diesen kleinen Abschnitt meiner eigengenetischen Erinnerungen für unsere Zwecke zu sequenzieren. Olivier, tatsächlich gibt es einen faktischen Hintergrund zu den Zombies. Ja, das stimmt tatsächlich, denn ich glaube, das wird gleich sogar erklärt, wie ich hier nämlich schon mal Voodoo. Oder zu Zombifizierung jedenfalls. Ich habe Hurstons Buch über Haiti und die merkwürdigen Voodoo-Bräuche doch gelesen. Das ist vielleicht keine Hollywood-mäßige Zombie-Magie, aber trotzdem ziemlich gruselig. Es ist sogar möglich, dass Edward Kenway oder einer seiner Kollegen auf dieses Zeug gestoßen ist, oder? Können wir die Leute nach Beweisen dafür suchen lassen? KL, anderes Thema. Es gibt ein neues vegetarisches Restaurant, das ich gerne ausprobieren würde. Ich bringe die Datenblätter mit. Die sind schon gedruckt. Ja, Voodoo. Tatsächlich gibt es... oder haben die Voodoos Zombifizierung durchgeführt. Denn daher kamen eigentlich auch die Zombies. Beziehungsweise dieses stumpfe Verhalten, dass man Zombies ja nachlegt. Denn, ja, quasi haben die Voodoo-Leute einfach die Menschen... sehr stark vergiftet und uns mit einem Gegengift auch wieder versorgt. Natürlich, dann dadurch sind die halt sehr schwach geworden und man konnte sie halt sehr kontrollieren. Das ist eigentlich dann ein Zombie. Und hier haben wir nochmal Karma Neron, hat hier schon mal geschrieben, tut mir leid, wenn ich den Dissidenten spiele, aber könnten wir diese Technologien nicht nutzen, um zu bilden, statt zu unterhalten? Ich meine, theoretisch steht uns die ganze menschliche Geschichte zur Verfügung. Alle unsere großen Erfolge und die leuchtendsten Momente. Da ist es ein wenig ernüchternd zu hören, dass wir uns auf Kriege, Konflikte und Gewalt konzentrieren müssen. Das heißt nicht, dass ich per se gegen Gewalt bin, sondern nur, dass Gewalt im Übermaß nicht so furchtbar interessant ist. Das ist alles. Es gibt so viele weitere Schattierungen im Leben, die wir untersuchen könnten. Alles. Was, wenn wir die Erinnerung von jemandem finden, der mit Albert Einstein im Patentamt zusammengearbeitet hat oder mit Charles Darwin an Bord der Beagle oder Marie Curie in Frankreich. Momente, in denen Menschen ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Und noch einmal Ethan Dean. Okay, komm schon. Bis uns schwierige, humorlose Universitätsprofessoren achtstellige Summen zahlen, um die Reifikation normativer Geschlechtsmerkmale im präkolonialen Indien zu untersuchen. Warum bleiben wir nicht bei den Sachen, die wir verkaufen? Ich rede von Jack the Ripper in viktorianischen London. Finde ich auch sehr interessant. Ich rede von Guillotine. Robespierre und Napoleon Bonaparte in den französischen Revolutionen. Ich rede von Billy the Kid und White Earp im wilden amerikanischen Westen. Auch das finde ich sehr interessant. Ich rede von Genghis Khan und Mongolen. Auch sehr interessant. Die an einem schönen, langen Sommerwochenende eine ganze Millionenstadt abschlachten. Action, Blut, Amte, Konflikt. Denn wir werden nicht ein Zehntel des Geldes wieder reinholen, das wir in Erinnerung von dem Kerl stecken müssten,
der neben Einstein saß, während dieser an den Nägeln kaute und im Kopf die Einzelheiten seiner Relativitätstheorie ausarbeitete. Um Gottes Willen, Mann! Wir sind Unternehmen, keine Gruppentherapie! Even, erklärt das bitte online. Oliver Gernow. Puh, das war jetzt mal ein richtiger Schwall von Text, liebe Freunde. Alles mögliche Schauplätze für ein Assassin's Creed 5, die ich alle sehr interessant finde. Vor allem im Wilden Westen fände ich sehr cool. Allerdings würde ich im Wilden Westen natürlich auch wahnsinnig lieber über ein Red Dead Redemption freuen. Aber naja. Das war's für diese Folge. Ich beende jetzt hier in diesem kleinen E-Mail und E-Mail-Fenster und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Moscha. Ciao, ciao. Johnny Poker, the packet is a rolling. To me, Johnny Poker, too. Oh, to me, Johnny Poker, we're pulling all together. To me, Johnny Poker, too. Oh, to me, Johnny Poker, we're all for better weather. To me, Johnny Poker, too. Oh, to me, Johnny Poker, and soon we'll be in London town. To me, Johnny Poker, too.